Leute, ich bin heute mal wieder auf einer Art Matsuri unterwegs, aber heute gibt es wahrscheinlich eher nur ganz viele Essbuden und ein Feuerwerk zu sehen. Aber naja, wir werden uns das alles mal angucken und es sind einfach mega viele Leute hier. Das Ganze wurde um einen Tag verlegt, weil es gestern extrem geregnet hat, heute noch ein bisschen regnet und ja, es sind trotzdem echt viele Leute hier. Ich weiß nicht, wie es gestern geworden wäre. Deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass es um einen Tag verlegt wurde und heute trotzdem immer noch viele Leute da sind, aber nicht ganz so viele. Es ist jetzt schon echt dunkel und wir haben uns jetzt erstmal noch was zu essen geholt. Und zwar habe ich mir dieses Mal einen Döner geholt, was überhaupt nicht japanisch ist. Aber da ich das meiste Matsuri-Essen schon alles ausprobiert hatte und einen Döner in Japan noch nie probiert habe, habe ich gedacht, das muss ich nochmal mitnehmen. Und ja, ich habe mir auch Sparkling Soda gekauft, sozusagen. Also es ist mehr oder weniger Brause, die glitzert. Und der, das war zwar teuer, aber es musste sein. Why is everyone screaming? Ich weiß nicht, ob das auf der Kamera rüberkommt, aber es ist mega riesig. It's not according to the song at all. It's time for me to respect the ones you love me more than anything. It's not fitting on camera. It's like there's something going on down there, there's something going on up there. Everywhere. You just do it like a 360 camera. That would actually be fun. It's the grand finale. And there's a guy sitting in my picture. Thank you. Thank you.
ich bin jetzt wieder zu Hause und ich habe das Video bisher noch nicht beendet, weil es beim Feuerwerk dann einfach zu dunkel war und im Zug dann auch einfach zu voll war. Und ja, nochmal ein kleines Fazit. Also es war echt sehr schön. Das Feuerwerk ging ungefähr 2 Stunden lang. Es waren nicht zu viele Leute da. Also ich glaube, wenn es gestern gewesen wäre, wären eindeutig nochmal mehr Leute da gewesen. Das war gut für mich, denn ich bin nicht so ein großer Freund von extremen Menschenmengen. Trotzdem war es aber so, dass wir zum Beispiel auf dem Rückweg am Bahnhof ungefähr 40 Minuten angestanden haben, um in den Zug reinzukommen, was halt schon ziemlich krass ist. Und der Zug ging dann halt auch nochmal fast eine Dreiviertelstunde oder so. Es war halt schon dann eine echt lange Rückreise. Und ja, das Kebab, der Döner, hat übrigens nicht schlecht geschmeckt, aber in Deutschland habe ich definitiv bessere für den gleichen Preis gegessen. Ja, und mit diesen Worten beende ich dann das Video und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.